Kuckuck, da ist sie wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Tales of Monkey Island, der offizielle 5. Teil der Reihe. So. Und wir sind das letzte Mal ein bisschen mit Überlänger, weil ich ewig nicht aus dem Dialog rausgekommen bin. Also aus dem hier, da war ich ewig speichern konnte. Und mache jetzt an derselben Stelle weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wie gehabt, wie immer. Jo. Wir sind jetzt letztes Mal runtergerutscht und wir sind immer noch im Bauch des Wals. So. Wir haben übrigens jetzt gesehen, dass hier hinter meinem Kopfhörer, dass hier ein bisschen mal mit meiner Kesselfrisur hier ja, ein bisschen wackelt. So, das kommt von dem Ventilator, der pustet da ein bisschen was durcheinander. Ja. Und wenn es dann hochkommt und dann hier ein bisschen, naja, dann ist das jetzt halt so. Ja. Wir reden erstmal mit der, mit der süßen Kleinen hier. Jo. Hey, was ist denn mit dir los? Ich dachte, du wärst mein größter Fan. Ich bin ein Fan. Allerdings dachte ich, dass ich Fan eines skrupellosen Freibeuters und nicht eines sensiblen Patissiers wäre. Hey, Patissiers sind knallharte Jungs. Ja, hier. Dir ist doch klar, dass du nicht dein Leben lang Kehlen durchschneiden und anderen die Hände abnehmen kannst. Ach ja? Ja? Gib fein acht. Ich muss die Bruderschaft unterwandern und die vermisste Hörschnecke finden. Klingt wie ein persönliches Problem. Jo. Okay, ich komme später wieder. Lass dir ruhig Zeit. Scheinfrauen sind wankelmütig. Ich frage mich, was meine richtige Frau wohl macht. Vermutlich schmachtet sie nach ihrem mächtigen Piraten-Ehemann. Das offene Meer gibt einem Mann einfach das Gefühl, noch zu leben. Ich könnte mir vorstellen, dass für dich schon das Vorhandensein des Pulsschlages eine Verbesserung ist. Wie viele von diesen versifften Kreaturen müssen wir noch abladen, bevor wir uns mit Guybrush treffen? Dutzende. Noch 7 weitere Inseln und eine Halbinsel sollten reichen. 7? Hör zu, Chucky. Setz alle Affen am nächsten Dreckhaufen ab, den wir passieren, und dann suchen wir meinen Ehemann. Das können wir nicht machen, Elaine. Diese Affen brauchen eine vernünftige Heimat weit weg voneinander für deren Komfort und Zufriedenheit. Die Affen können von mir aus auf offener Flamme rösten. Elaine, das meinst du nicht wirklich? Ach, tut mir leid. Du hast recht. Ich entschuldige mich, ihr Affen. Eine üppige Heimat überall. Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeit. Nicht nötig. Eigentlich ist es verrückt, das zu sagen, aber ich bin stolz auf dich. Wirklich? Schau dich an. Du tust alles, um die Dinge zu richten. Wer hätte gedacht, dass LeChuck so etwas machen würde? Das ist nur der Anfang. Böses Mädchen. So. Jetzt reden wir mal mit den anderen Typen hier. Zapf. Hoppla, Bruder. Pass auf das Gebäude auf. Tollpatsch. Entschuldigung. Magst du das Zeug wirklich? Kitzeln Walrosspaarthaare, wenn sie dich berühren? Junge, und wie? Jo, was haben wir eigentlich jetzt einstecken? Ich hab's gerade gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Jo. Ich habe ja sogar ein Schwert. Ich glaube nicht, dass diese Dekaver helfen werden, wenn ich ein Loch hinein. Ja. Jo. Geh mal hier rüber. Besser nicht. Sie wird nur versuchen, es in etwas Ungelegenes zu stecken. Wie mich zum Beispiel. Gut, okay. Was ist denn das hier? Skelettartiger Pirat. Kommst du oft hierher? Skelett. Skeletor. Ja. Kräftig und eher der stille Typ, hä? Guybrush Threepwood ist der mächtigste Pirat in der gesamten Karibik und LeChuck ist ein Schlappschwanz. Sag einfach nichts, wenn du das auch denkst. Ganz recht.
Bis dann. Arbeite nicht zu viel. Ja, so. Wo kann ich noch hin? Was ist das hier eigentlich? Das ist eine Wirbelsäule. Ja, was liegt hier rum? Was? Barpirat. Hallöchen, Guybrush Threepwood. Hola, ich bin Moose und das ist mein kleiner Sentino. Er hat einen Namen? Ja, ist mehr ein Spitzname. Wie der Sentino. Er ist der coolste Typ, den ich je kannte. Ah, logisch, Alter. Kann ich dich für ein Getränk begeistern? Das ist mal ein Strohhalm. Manchmal möchte man einfach einen schnellen Schluck Sekret. Dafür ist er genau richtig. Ich sollte das wirklich nicht tun. In Ordnung. Aber das bedeutet, dass du das nächste Mal ein, zwei nehmen musst. Na gut. So, ja. Befindet sich eine ansehnliche Menge Blei in deinem Drink? Nein, Mann. Das hier ist reinstes, ungefiltertes Sekret. Seit wir hier unten sind, fahre ich voll auf dieses Zeug ab. Du trinkst das. Worauf du wetten kannst. Wir haben es hier im Überfluss, mein Freund. Erzähl mir was über das Sekret. Welche Sorten gibt es? Hast du einen Lieblingsgeschmack? Vor 3 Jahren hatten wir ein gutes Jahr. Kräftiges Zeug. Das hier ist orangefarben, ich stehe total drauf. Es hat ein blasiges, überschäumendes Temperament, gepaart mit einem scharfen Beigeschmack. Hüte dich aber vor dem gelben Zeug, das du in den Ansammlungen findest, Mann. Das frischt einem Nautilus die Schale vom Leib. Was machst du mit dem Trichter? Das ist Jumbo Jimbo, mein maßgefertigter Trinkapparat. Ich hole ihn nur für besondere Anlässe heraus. Wie ein Mittagessen? Man muss das Leben eben feiern, Bruder. Ich hebe das Glas auf diesen ganz besonderen Augenblick. Gerechter. Was ist der Anlass? Piratengeschichtenmonat. Wuhu! Ja, nun? Hallo. Was geht? Ja, hier war das Glas. Was weißt du über die verschollene Hörschnecke? Nichts. Das ist ein Geheimnis nur für Brüder. Ich habe nachgedacht. Ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Sprich mit Magai darüber. Er ist unser inoffizieller Chefdenker, Hombre. Okay. Man sieht sich. Bis später. So, hier geht's weiter. Das ist der Bongo-Pirat. Komische Keule. Ja. Ahoi! Oh, hallo! Du bist hier der Tonmeister, hä? Ich spiele einfach gern. Das entspannt mich. Ich kann das nachempfinden. Ich hatte meine richtig heiße Maultrommelphase. Ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Ich bin Noogie. Wie heißt denn deine hübsche Freundin? Sie ist nicht wirklich meine Freundin. Ihr Name ist Morgan Le Fay. Warum? Findest du, dass sie ein heißer Feger ist? Naja, ja. Sie würde dich mit Haut und Haaren verputzen wie ein Piranha, dem du den kleinen Finger in den Pool servierst. Hey, affengeil. Ja, ja. Ich hab nachgedacht, ich möchte mich eurer Gruppe anschließen. Oh, ja. Buckeye kümmert sich allgemein um die Verwaltungsangelegenheiten. Du solltest mit ihm reden. Mir gefällt der Beat. Aber wie wär's mit etwas Lebhafterem? In etwa so? Da stehe ich total drauf. Okay. Sind das Seekuhfleisch-Bongos? Ja, die erzeugen einen tollen Klang. Ich glaube, das liegt daran, dass sie voller Galle sind. Schade, dass das nicht bei den Menschen funktioniert. Red doch mal mit dem. Mein Freund. Du scheinst mir ein offener Mensch zu sein. Erzähl mir etwas über die verschollene Hörschnecke. Niemals.
Ich gab diesen Männern das Versprechen der Bruderschaft und das werde ich niemals brechen. Es ist ein Geheimnis nur für Brüder. Ja. Gefällt's dir hier unten? Oh ja. Ich hätte es nie geschafft, Coronado de Cava im Stich zu lassen. Erst nachdem wir uns getrennt hatten, wurde mir klar, was ich alles versäumt hatte. Ich werde nie wieder für einen Tyrannen arbeiten. Die Demokratie macht das Leben lebenswert. Durch sie habe ich auch eine Stimme. Macht dich die Feuchtigkeit nicht krank? Man gewöhnt sich daran. Okay. Tschüss, Nugi. Tschüss. Komische... Ach, komische Beulen, nicht Keule. Ja. Hey, Mo. Was ist denn? Hey, Mo. Okay, ich komme später wieder. Lass dir ruhig Zeit. Oh. Tagchen, Boss. Ja, Besatzungsmitglied? Deine Besatzung? Das ist vielleicht lustig. Oh, meine Besatzung. Sagen Sie nichts mehr. Ich will mich vor einem neuen Mitglied nicht so entblößt zeigen. Oh, Ihre Schreie verfolgen mich noch im Traum. Was soll ich tun, Kapitän? Sammle Saugwürmer. Das Rad der Zeit wartet auf niemanden. Cool. Okay. Warum bist du am La Esponja Gordo interessiert? Er ist ein ganz besonderes Voodoo-Artefakt. Eines Nachmittags schlenderten wir gerade über ihren Lieblingsflohmarkt für Hexekunst, als die Voodoo-Lady die Energie dieses gigantischen Schwammes erwähnte. Und ab da gab es für mich kein älteres Geschenk für meine drallen, saubere Hexe. Und seitdem hatte ich diese Aufgabe nicht mehr losgelassen? Hätte es nicht auch ein Blumenstrauß oder ein handgefertigtes Regal für Schrumpfköpfe getan? Stellen Sie sich doch mal Ihr Gesicht vor, wenn Sie dieses Geschenk auspackt. Ist dieses Ding denn nicht riesengroß? Dann eben, wenn Sie die Schleife entfernt. Was treibst du so? Ja. Ich arbeite am Ersatz für das Innenohr und Sie hätten mir dazu das Material bringen sollen. Ja, richtig, Saugwürmer. Also bis dann. Machen Sie's gut. Ja. Wir geben dem erstmal den einen, ja, oder? Saugwurm. Vorsichtig! Sie haben einen Saugwurm im Rachen der Seku gefunden. Fein, dann bauen wir jetzt die Hörschnecke. So ist das geplant. Es fehlen nur noch 99.999. Sag das nochmal. Jeder Saugwurm liefert leider nur einen so geringen Anteil an verwendbarer Hülle, dass meine Kalkulationen nun den Bedarf von weiteren 100.000 ergeben haben. War doch klar. Da gibt es nichts zu lachen, Trifillo. Wir haben aber nicht genügend Zeit, um so viele Saugwürmer zu sammeln. Im Gegenteil. Zeit ist das Einzige, was wir haben. Vertrauen Sie mir, am Ende wird es sich auszahlen. Das ist doch alles Kokolores. Neuer Plan, die echte Hörschnecke finden. Ist jetzt irgendwie so, ja. Dekamas Pläne, um das Innenohr oder die Hörschnecke der Seku nachzubauen. Sie sind bemerkenswert übersichtlich, bedenkt man, dass sie von einem Exzentriker gezeichnet wurden. Okay, Aktentruhe. Eine Kapitänstruhe. Wahrscheinlich finde ich darin jede Menge Müll. Oder persönliche Geheimnisse. Die Kawas Lager. Ausgang zum Bauch. Minimalistisch, luftig, mit einer warmen Schleimschicht. Mir gefällt, wie die Kawa sich hier häuslich eingerichtet hat. Ja. So, können wir hier irgendwo wohin weitergehen? Landungssteg. Ist ja noch irgendwo hin weiter. War wirklich bloß diese zwei Gebiete hier. Landungssteg. Geht's hier hinten nicht weiter oder geht's hier wirklich bloß zum Schiff? Hier geht's bloß zum Schiff, scheint zumindest so. Kanone. Die Kanone der Narwhal. Sie besitzt nur wenig Feuerkraft, sieht aber bedroht. Ja. Landung.
Ausgangssteg. Ja. Können wir Ausgang zum Bauch? Nochmal. Gaumenzäpfchen. Oh. Ah, Seku-Gaumenzäpfchen. In manchen Kulturen ist das eine Delikatesse. Können wir hier irgendwas pieksen? Ich glaube nicht. Ich habe immer nach der Regel gelebt, was du nicht willst, was man deinem Gaumenzäpfchen tu, das fügt auch keinem anderen zu. Das hatte ich schon probiert, oder? Nein, 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 nein. Obwohl, Bayern könnte man eigentlich. Ja, Spiel wird gespeichert. Was ist das hier? Seltsames Gewächs. Ich will das nicht zerschneiden. Ich komme auch nirgendwo anders hin, oder? Hier vorne oder so. Igitt, ein glitschiger Saugwurm. Komische Beule. Ich will das nicht zerschneiden. Ich muss mich an ein Leben mit einer Haken. Ja, ja. Keine Geheimbotschaft hier. Keine Geheimbotschaft hier. Was haben wir noch? Moose, Santino. Kommst du oft hierher? Bis dann. Ja, ist ja gut. Zapfen. Ich will das nicht zerschneiden. Ja. Lass mal gucken, was wir alles noch haben. Ja. Gut so. Okay. Dekawas Lager. Ausgang zum Bauch. Pläne, warte mal. Keine Geheim. Ja, okay. Warte mal, können wir jetzt in das Quartier runter? Hörschnecke. Obwohl es aussieht, als wäre alles voller Süßigkeiten, glaube ich, dass die Hörschnecke der Schlüssel für den Richtungssinn dieser Seku ist. Abgesehen davon, dass es unnötigen Schaden und Schmerz verursacht, wäre es sinnlos, diese Hörschnecke zu entfernen, um die andere damit zu ersetzen. Ich will das nicht zerschneiden. Kein Wunder, dass der Kerl im Kreis schwimmt. Ihm fehlt die Hälfte seines internen Navigationssystems. Wir versuchen mal runter in das Quartier zu gehen. Aber da sagt er die ganze Zeit schon, das ist... Alles klar da drin? Was dachten Sie denn, Sir? Ich genieße gerade ein Glas warme Milch. Okay. Ja. Können wir irgendwie hoch oder so? So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Gucken wir nochmal nach. Jetzt wisst ihr, wo das hingekommen ist. Ja, warte mal. Haben wir gleich. Ja, 3. Games. Tales of Monkey Island. Nee.
Ja, dann mach einfach auf das Ding hier, komm. Das ist wieder was ganz Einfaches, das weiß ich. Ja, im Magen. Der Crew sprechen. Ein Glas. Pirat sprechen. Angespiegel, ja. Wie gesagt, dem ist im Bogen gefällt. Die Schatzkiste an den. Schätzen, wo hat er jetzt Schätze gesehen? Runter hier. Schatzkiste, irgendwo stehen jetzt Schatzkisten rum. Warte mal. Irgendwo waren ja Truhen, Aktentruhe. Ach so, das ist das Ding. Wahrscheinlich der Kabas Hab und Gut drin. Ich muss mich an ein Leben mit. Ja, ja. So. Schatzkisten, wo sind hier Schatzkisten? Ja, da hinten kommt er nicht weiter. Seltsames Gewächs. Hier geht's doch noch weiter, oder? Na super. Schatzhaufen. Haufenweise toller Schätze. Aber was ich brauche, ist ein Voodoo-saugender Schwamm. Schiffswrack. Schatzkiste. Es ist verschlossen. Komplett unverschlossen. Mein Haken ist ziemlich praktisch, aber manchmal vermisse ich die alten Greiferchen. Sacre bleu! Die Moleküle bauen sich auf. Die Formel verwirklicht sich. Wissenschaft! Ich habe hier Wissenschaft! La mort est tuée. Alles klar, so, rauf. Weh dir, törichter Sterblicher! Du hast die sichere Verdammnis all deiner fleischigen Artgenossen heraufbeschworen, der Zorn Murrays wird! Richtig, sehr lustig. Hi, Murray! Freeboard! Ich schätze, ich hätte damit rechnen müssen. Lang nicht mehr gesehen. Wie wurdest du hier drin gefangen? Ich bin nicht gefangen! Okay. Was hast du getan, bevor du dich entschlossen hast, es dir in einer Schatzkiste, die in einer Seekuh steckt, gemütlich zu machen? Nun, meine Legion von untoten Soldaten hat eine Armada spanischer Klipper in die Knie gezwungen, als ein mächtiger Sturm unser Schiff kentern ließ. Ich kann mich nicht erinnern, von einem Kampf mit der spanischen Armada gehört zu haben. Ha! Als würde jemand mit dem Leben davonkommen, um diese Geschichte zu erzählen. Brauchst du etwas Hilfe? Hilfe? Ha! Hilfe! Ich werde dir ein Ende setzen. In Ordnung. Hat mich gefreut, mit dir zu reden, Murray. Vielleicht ein bisschen Hilfe. Wie bitte? Vielleicht mich mitnehmen. Oh, du hättest gern Hilfe. Auf geht's, Kumpel. Ah, hier drin ist es dunkel. Und warum stinkt es hier so nach vergammelter Marmelade? Oh. So, was haben wir denn noch hier? Gehen wir weiter hier. Und
wird nicht funktionieren. Komische Beule. Okay. Einsamer Affe. Ich komme da nicht dran. Gemälde. Auf der Gedenktafel steht Fischeis Alabaster, anarcho-sozialistischer Pirat und Philosoph. Ich hoffe, mein Porträt hat eines Tages auch so eine schicke Gedenktafel. Verschmutzt und vergessen in den Gedärmen meiner Seekuh. Kannst du dir das genauer angucken? Keine Geheimbotschaft hier. Schiffswrack. Das ist ein Schiff namens Howler Monkey. Patzhaufen. Der ganze Schatz kann nicht gut sein für die Verdauung der Seekuh. Was haben wir noch? Wir können jetzt zur Abwechslung auch mal speichern. Das ist bestimmt eine vorzüglich, eine wahnsinnige Idee. Ja. Ich möchte wirklich speichern. Ja, weg damit. Jo, wer ist das denn? Ahoi! Tut mir leid, ich glaube, ich habe deinen Namen nicht richtig verstanden. Ich heiße Buckeye. Ich bin in mich gegangen und möchte jetzt der Vereinigten Demokratischen Bruderschaft des Seku-Interieurs beitreten. Ist dem so? Ja, allerdings muss ich zugeben, dass ich gleichzeitig eine Bewerbung bei der oligarchischen Gesellschaft der Alpaka-Kamele eingereicht habe, aber nur als zweites Standbein. Das hat nicht zufälligerweise etwas mit einer verschollenen Hörschnecke zu tun, oder? Ach, woher? Mir gefällt einfach, wie du so drauf bist. Also, über die Aufnahme wird durch einstimmige Wahl entschieden. Das gilt auch für einen Piraten wie dich. Schließlich leben wir in einer Demokratie. Nugi, Moose, Santino und meine Wenigkeit gründeten ein Kollektiv, weil wir es satt hatten, ständig von tyrannischen Abenteurern, die irgendeinem bedeutungslosen Schmuckstück hinterherjagen, wie Sklaven missbraucht zu werden. Wie ein, sagen wir mal, riesiger Schwamm? Ganz genau. Wir kehren nie wieder in unser altes Leben zurück. Die Bruderschaft haben wir gegründet, um sicherzustellen, dass dieses Abenteuer ein Abenteuer ohne Ende ist. Weg mit dem Kerl! Und den ganzen anderen Kram. Soll ich eine Wahl anberaumen? Ja, ich habe immerhin schon einen Fuß in der Tür. Meine Herren, unsere Goldlocke hier würde gerne der Bruderschaft beitreten. Klasse, wir haben Wahlen, meine Lieblingszeit. Bruder Nugi, die Aufnahme eines gewissen Guybrush Threepwood betreffend... Was sagst du dazu? Tja, nein. Nein, ich denke nicht. Was hat er denn zu bieten? Bruder Moose, was sagst du? Ich schließe mich hier meinem kleinen Santino an. Ein ganz offensichtliches Nein. Was? Das ist doch lächerlich. Ja, nein Stimme, Bruder. Und natürlich meine Stimme. Sie lautet Nein. Ich bin schockiert. Nicht eine einzige Ja-Stimme. Das ist ja noch schlechter als mein Ergebnis bei der Wahl zum Klassensprecher. War vorauszusehen. Jo. Aber als ich das Skelett gesehen habe, hatte ich gerade eine Ahoi. Idee. Was jetzt? Erzähl mir die Neuigkeiten über die vermisste Hörschnecke. Ich kann ein Geheimnis bewahren. Ich werde nie schwach. Außer im Angesicht von Porzellan. Oder Kitzelfolter. Du hast das vorhin wohl nicht gehört, als man dir sagte, dass das ein Geheimnis der Bruderschaft war. Doch, habe ich. Aber ich dachte, das sagst du jedem und... Ach, komm schon. Ich bin Guybrush Threepwood. Und wenn du die Königin von Swaziland oder der Ghost Pirate LeChuck wärst, mir egal. Ich habe ihn ein paar Mal getötet. Klar hast du das, Windbeutel. Okay, stimmen wir ab. Ich glaube, ich habe gute Chancen. Sehr gerne. Meine. Nein, 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 nicht nochmal. Unsere Klasse. Ach, nö. Ich. Was? Ja. Ich. Das.
Ja. So. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Speichern. Ja, wir speichern hier gleich drauf. Das Spiel wird gespeichert. So. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und dann Dankeschön und auf Wiedersehen.